Moin Leute, willkommen zu GameInks Competition Teil Nummer 3 Age of Empires. Julian gegen man Martin. Gar nicht in Worte fassen kann. Ich danke auch an Madlin, die uns dieses wunderschöne rote Äffchen geschickt hat. Ich hoffe, man sieht es. Man sieht es leider nicht. Ich mach mal das Licht aus. Was? Wer ist Madlin? Seit wann kriegst du was geschickt? So, wunderbar. Ja, das hat die gute Frau uns zugesandt. Vielen Dank dafür. Rot ist ja bekanntlich die Farbe der Liebe oder auch des Ärgernisses, der Wut und der Aggression. Und deswegen finde ich, passt diese Farbe auch sehr gut zu Martin, der wieder fleißig am Gemäuer sitzt. Der packt da alles rein, was er an Stein hat. Der macht da die Tore wieder dicht. Gucken wir uns auch mal dem Arthur Ficus, der Zimmerpflanze unter den Mitspielern zu, der macht da nicht so wahnsinnig viel. Also, wessen Plan das ist? Der ist doch wieder am Aufbauen, könnte ich spekulieren, oder? Er macht auf jeden Fall hartnäckig weiter. Und neckisch geht es auch bei Martin zur Sache. Der immer noch keinen Stich sieht gegen die geballte Kamelpower. Drei Höcker sind halt besser gegen einen Speer. Auch wenn hier mal eins zu Boden geht. Es ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach, Leute. Er packt seinen Tribok auch nicht aus. Da sehe ich nicht so recht, was da der Plan ist. Ah, doch, jetzt denkt er dran. Jetzt, wo ich es gesagt habe. Die Frage ist, wird er endlich kapiert haben, wie man dieses Ding benutzt und sich verteidigen können? Ja, da schießt er und trifft leider nicht. Das ist halt von selber an. Das hat es die ganze Zeit gemacht, mal ehrlich. So, da schießt er leider ins Leere. Da hat sich der ganze Aufwand nicht gelohnt. Beide müssen leider mit Wasser kochen. Die Milch ist nämlich hier schon lange versiegt. Was nicht versiegt ist, ist Riegler Landbier. Tja, dann müssen wir weiter darauf warten, wie die Pläne aussehen. Ich bin mir mittlerweile echt uneinig, was ich von diesem Spiel halten soll. Die Leute gehen auch aneinander vorbei, als wären sie blind. Da gehen die Kamelreiter an diesen zwei Leuten an den Mauern vorbei. Es wird einfach nicht interessiert, dass diese vielleicht spielentscheidend werden können. Wo? Wo? Da an der Dreifachmauer doch. Da, wo du mit deinem Hoshi gerade hingehst. Jetzt sei doch still. Ist mir egal. Sehe ich nicht. Man muss natürlich sagen, Martins Untertanen sind natürlich auch perfekt getarnt. Die sind die Chamäleons in diesem Spiel. Oh, da sehe ich schon eine zweite Mauer. Also Martin lässt hier auch wirklich nichts anbrennen, bis auf seine Kaserne. Die steht mal wieder gut in Flammen. Da weiß ich nicht, ob das auf lange Sicht so gewollt war. Ich würde ja sagen, es ist der Kampf der Titanen. Aber ich würde mich sehr weit aus dem Fenster lehnen, wenn dies so wäre. Ich hätte die Sache natürlich schon längst beendet. Aber so ist es halt, ne? Man muss auch sagen, wenn man natürlich in dieser Stresssituation ist, nimmt man die ganze Situation nochmal ganz anders wahr und entscheidet vielleicht auch mal falsch. Nur in dem Wissen, eigentlich richtig entschieden haben zu wollen. Doch manchmal hat man einfach nicht den Überblick, den man für ein solches Spiel braucht. Das ist natürlich nicht so schlimm.
denn das kann auch dem Besten passieren. Wichtig ist nur, dass man seinen Marktplatz behält, damit man Ressourcen sich notfalls kaufen kann. Ich meine, Holz gibt es hier wie Sand am Meer. Ich verstehe auch noch nicht, warum der Holzabbau nicht extrem ausgereizt wird. Und warum da Holz abgebaut wird, wo halt nur so wenig ist. Also, was denkst du dir dabei? Tja, gucken wir mal bei Julian, wie es bei dem aussieht. Der macht es schon deutlich besser. Der hat da einen Punkt hingesetzt an ein großes Waldstück. Der kann sich theoretisch direkt da durchfressen und könnte Martin frontal angreifen. Und dann würden seine paar luschigen Mauern auch nichts mehr reißen. Martin hat halt den Vorteil, der hat noch drei Superburgen, sehr viele Einheiten Produktionsstätten da, hat auch noch gut Supply über, der kommt da nicht so schnell in Bedrängnis. Julian versucht einfach nur noch ein bisschen was zu pushen, aber ich sehe da halt auch, ne? Ich weiß auch nicht. Der siedelt da wieder. Das macht er schon ganz gut. Da ist noch ein Wildschwein. Da ist auch noch eins. Das kratzt seine Hauer an der mittlerweile vielleicht veralteten Mauer. Was sehen wir denn hier? Oh, endlich wird mal mein Tipp angegangen. Und zwar Gold abzubauen. Übrigens, ganz rechts in der Ecke ist auch noch Gold. Wie ich nur mal so gesagt habe, pfeifen. Oh. Martin hatte leider nicht die besten Möglichkeiten, in seiner Nähe Gold abbauen zu können. Da muss ich sagen, ist von dem Spiel ein bisschen unfair. Man hätte aber auch sagen können, hättest du mal besser expandiert, und zwar in die richtige Richtung, wäre dir das nicht passiert. Oh, da sieht man wieder einen klassischen Wolfangriff. Wo der hinbeißt, bleibt kein Auge trocken. Oh, das wird ein knappes Match, aber der Wolf ist halt doch einfach stärker. Der hat gerade mal summa summarum 9 Lebenspunkte verloren. Aber Martin hat auch hier eine kleine Späh-Einheit, die vielleicht nicht so weit sieht, aber von größtem Nutzen sein könnte. Oh, was passiert jetzt? Das könnte alles passieren. Er stealtht sich da um die Dorfbewohner herum. Sie haben ihn noch nicht bemerkt. Ich verstehe auch noch nicht so ganz, warum diese Dorfbewohner da so untätig rumstehen, weil das können sie sich in dieser Situation bei weitem nicht leisten. Ja, was hast du dir dabei gedacht, Julian? Tja, was hast du dir dabei gedacht, Julian? Ja, nix. Jetzt sterbe ich nicht, ich muss mich konzentrieren. Er muss sich konzentrieren. Eine entscheidende Aussage in diesem Spiel. Denn wer sich hier konzentriert, wer den längeren Atem hat, der wird das Spiel gewinnen. Mittlerweile ist er auch auf den Trichter gekommen, das Gold dort abzubauen. Das macht er schon sehr gut. Da sieht man überall geknickte Bäume. Vielleicht sind sie traurig. Oh, da ist das Einheitenmaximum erreicht. Da muss er nachziehen. Oh, und ich sehe schon. Das wird nicht so einfach. Das wird nicht so einfach. Das wird nicht so einfach. So einfach wird es nicht. Martin ist halt doch. Der ist halt schon. Also der hat da schon, ne? Also schlecht sieht es nicht aus, würde ich damit sagen. Weil der Martin, der hat da schon, ne? Ja, was hat er denn, Mann? Also geschützt ist der. Der hat da nicht nur eine Mauer stehen. Oh, und sein Tribok feuert da volle Kanne rein. Upsa.
und er greift an. Oh, oh, oh. Jetzt verstehe ich nicht, warum Julian seine Säbelrassler zurückzieht. Da gehen doch seine Tribocke drauf. Die halten doch nichts aus. Das weiß der doch. Er ist doch eigentlich King of Tribok. Da ist der Erste schon down. Wenn er es jetzt geschickt anstellt, seine Gruppe spaltet, könnte er diese komplette Armee dahin raffen. Muss natürlich auf Martins Tribocke Acht geben, wobei die sich sehr viel mehr auf die Gebäude konzentrieren, was ein Fehler sein könnte. Jetzt ist die Frage, warum versucht Julian nicht einfach durch dieses Tor zu kommen? Wobei dieses Tor, da gehen die Lebenspunkte rasch nach unten und da ist er auch schon durchgebrochen. Jetzt heißt es, mit allem, was er hat, möglichst schnell rein, die Tribocke vernichten und dann auf das Supply zu gehen. Da ist der erste Tribock, fällt auseinander wie ein Oktopus an Land. Jetzt hat Julian eigentlich leichtes Spiel. Da sehe ich nur noch Bauern. Er darf sich nur nicht zu sehr auf die Gebäude versteifen, denn die sind nicht siegentscheidend. Er muss vielmehr aufpassen, damit er alle Bauern killt, damit die nicht weiter Supply für Martin fördern. Aber der hat sich da schon sehr gut eingedeckt und hat natürlich diese Option, sich zurückzuziehen, die Julian vielleicht fehlen könnte. Weil ich sagen muss, was Martin sich da oben gedacht hat, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, warum Julian von einer Seite nur nachzieht, obwohl er ja von beiden Seiten nachziehen könnte. Was vielleicht die geschicktere Wahl wäre. Der muss vor allem gucken, dass man sein Economy nicht vernachlässigt, während man angreift, weil das könnte gefährlich werden. Da hilft vielleicht auch kein Steine schmeißen. Tja, da ist man wieder unvorsichtig. Lässt aneinander vorbeiziehen. Es könnte Ehre sein, es könnte aber auch Dummheit sein. Man weiß es nicht. Ah, da wird wieder mächtig zugemauert von Martin. Aber Julia macht das schon ganz richtig und lässt alle Säbel, die die haben, auf den Marktplatz werfen. Da geht das natürlich eine voll die verschwenderische Einheit. Ich meine, wie viele Säbel müssen die dabei haben? Ja, das ist richtig. Ich finde es auch komisch, dass es in dieser Welt kein Eisen zu geben scheint. Nur Gold. Alles, was aus Metall ist, ist aus Gold. Sieh, Chef, wir haben da ganz viel von so einem neuen Metall gefunden. Nee, wir haben Gold. Das passt schon. Aber Gold ist doch... Also das geht ja sofort kaputt. Ja, deswegen werfen wir die Säbel auch. Behalten die nicht. Die sind ja nach einem Wurf nicht mehr zu gebrauchen. Ist natürlich nicht schlecht. Dadurch, dass sie werfen, haben sie einen gewissen Schadensreichweite. Und sie machen Gebäude echt schnell kaputt. Das ist eine sehr schöne Sache. Julian muss jetzt nur aufpassen, dass er nicht zu nah an die Burgen kommt, weil die machen ihn dennoch relativ schnell fertig. Aber er hat hier auch jede Menge Zeugs zum Nachziehen. Ich kann mir nur vorstellen, dass Julian da unvorsichtig ist und jemanden übersehen könnte und sich ein bisschen zu sicher seiner Sache ist. Und hier sieht man jetzt, ist natürlich nicht relevant, ist ein Loch in der Mauer durch das Abbauen des ganzen Holzes hier. Diese Burg ist auch nur noch zur Hälfte gesichert. Martin, wie schätzt du deine Siegeschancen? Schlecht. Das ist eine ehrliche Antwort eines ehrlichen Mannes. Das bewundere ich und ich bewundere auch, dass nicht aufgegeben wird, auch wenn es sehr, sehr dunkel aussieht. Fast so dunkel wie ein Arschloch eines Rhinozeroses bei Nacht. Ey, diese verdammten Kamele da, die sind einfach zu schnell von meiner Infanterie. Das nächste Mal gehe ich auch davor. Tja, Kamel gegen Mensch.
Tja, da hat der Mensch halt einfach das Nachsehen, auch wenn er die dominante Spezies ist. Ich bin mir nur noch nicht so ganz einig, warum man eher Gemäuer kaputt macht, um einfach einen halben Meter drumherum zu gehen. Wusste ich nicht, habe ich nicht gesehen. Bitte still. Immerhin eine ehrliche Antwort eines ehrlichen Mannes. So lobe ich mir das. Es wird spannend. 3 gegen einen ganz schönen Haufen. Die 3 haben keine Chance. Die Frage ist, wird Julian Martins Einheiten im Norden entdecken oder nicht? Wo? Wo? Weil diese letzten Einheiten dort oben im Norden der Karte. Oh ja. Das ist jetzt aber nicht fair, ey. Ja, ich will doch auch nur, dass es zu Ende geht. Ich meine, es kann nicht sein, dass du alle 100 Meter eine Mauer baust. Ich meine, wo kommen wir denn da hin? Die laufen übrigens weg. Und wenn sie selber mal Spiele kommentieren, ist es ganz wichtig, immer fair und unparteiisch zu sein. Ich kann das nicht mehr. Und es ist noch nie. Schauen wir uns doch mal die Einheiten an. 99 gegen 15 ist unser Endstand. Und das Spiel ist aus. Es ist aus. Martin hat sich seiner Niederlage hingegeben. Wohlverdient, wie ich finde. Cooler See in der Mitte. Da war ich gar nicht mehr so weit entfernt. Naja. Die Hälfte war geschafft. Naja, aber ich meine, wenn du da unten rechts auf der Karte guckst, wie dünn da das Eis ist, beziehungsweise die Bäume besiedelt. Ja, das ist richtig. Alter, gehst du mir auf die Eier, Mann? Ah, noch die letzten schon liebenden Worte. Ja. 2 Kommen. Du warst doch schon besiegt, Mann. Da hat er wirklich noch die Frechheit besessen, mich da oben anzugreifen. So, gucken wir uns mal an, wer geruhlt hat und wer geloost hat. Militär sieht besser aus bei Julian. Wirtschaft auch. Technologie auch. Gesellschaft sind beide gleich auf. Und die Gesamtpunktzahl ist entscheidend. Da möchte ich aber nicht näher drauf eingehen. Martin ist auf jeden Fall ganz weit vorne, wenn es darum geht, gefallene Einheiten vorzuweisen. Da kam Julian leider bei weitem nicht ran. Das üben wir nochmal. Abgerissene Gebäude. Sieht natürlich wieder besser aus. Dafür muss man sagen, hat Martin einen besseren Job gemacht. Im Gebäude verlieren. Bekehrt wurde niemand. Ich wusste schon, was kommt. Jetzt gucken wir uns noch zu guter Letzt die Zeitlinie an. Martin war anfangs deutlich im Vorteil, hat dann aber in der Ritterzeit deutlich nachgelassen. Die kam vielleicht einfach zu spät und war spielentscheidend. Da hat Julian einfach mehr gepusht, hat mehr Sachen für sich entschieden dann gegen Ende und war dann nach 1 Stunde und 20 Minuten der Sieger. Das war's von uns. Ich war der Jan, 46. Ihr Kommentator. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Sie sind das nächste Mal wieder dabei in unserem wunderschönen neuen Format Competition. Ich war der Jan, er war der Julian.
Der andere war der Martin. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn sich zwei Leute hart in die Fresse schlagen. Tschüss. Auf dann. Martin, warum hast du eigentlich nicht meinen Kamelreiter umgebracht?